Das ist aber nicht gut. Muss ich sagen. Okay, da war ich ja auch schon drin. Habe ich da auch alles? Ja, da habe ich alles. Dem daneben dran habe ich auch schon alles. So. In dem Raum habe ich noch nicht alles. Ich muss jetzt quasi auf die andere Seite. Ich muss jetzt nach gegenüber. Ich bin auf der Seite, aber ich muss quasi darüber. Warte mal. Wenn ich auf der Seite... Ich versuch gerade so ein bisschen dieses System zu verstehen, aber ich tue es einfach nicht. Nee, da komme ich, glaube ich, nicht rein. Komme ich da vielleicht rein? Ich gehe mal da rein. Hä? Ich frage mich, was das bedeutet. Ich habe mir überlegt, ich könnte ja eigentlich, wenn ich jetzt mein Telefon da hätte, könnte ich mal einen QR-Code-Scanner anschmeißen und mal gucken. Habe ich überhaupt einen QR-Code-Reader? Doch, ich denke, das mache ich jetzt mal. Ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen weg. Ich komme gleich wieder. Ich hole mal kurz mein Telefon. Ich hoffe, ihr könnt so lange aushalten. Bis dahin, auf Wiedersehen. So, da sind wir also wieder. Und ich guck mal. RT. Okay, also. RT. Yay! Du hast deinen ersten Anti-Würfel gefunden. Für jeden Würfel gibt es auch einen Anti-Würfel. Jeder positive Würfel hat auch ein negatives Gegenstück. Anti-Würfel sind viel schwieriger zu finden als normale. Okay. Gut, also hatte ich die richtige Assoziation mit diesen... mit dem QR-Code. Das ist natürlich jetzt hochinteressant. Das heißt, in diesen Räumen, in denen es nichts gibt, sind auf jeden Fall immer noch Rätsel vorhanden. Das bedeutet aber, der Raum müsste jetzt... Also ich gehe nochmal rein. Komm, gehen wir nochmal rein. Und bäm. Der Raum müsste erfüllt sein, genau. So, also es gibt im Prinzip jeden Raum etwas zu erledigen. Das Einzige, was eben mir passieren kann, ist, ich bin jetzt bei dem. So, der ist leer, der ist leer, der ist leer. Alles, was mir eben passieren kann, ist, dass ich in Räumen unterwegs bin. So, X, da funktioniert nix. Ah. Ja, stimmt, das waren ja Abkürzungen, ne? Nee, da gehen wir jetzt wieder zurück. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Nee, das ist gar nicht so blöd. Da will ich hin. Da will ich doch. Okay, da will ich wieder weg. Ich will diese schwarzen Löcher nicht haben. So, wenn ich jetzt wieder reingehe, sind die dann immer noch da oder sind die dann wieder weg? Ah, sie sind wieder weg. Super. Die schwarzen Löcher, die sind nur manchmal da. So, das heißt, ich kann jetzt hier rüber hüpfen und darüber hüpfen und darüber hüpfen. Und darüber hüpfen und dann frage ich mich, da war ich doch fertig.
Aber bei dem Raum da hinten noch nicht. Das heißt, wir gehen erstmal dahin. Dann müssten wir ja in den Raum da hinten kommen, ne? Ah. So. Ach, da bin ich jetzt. Da wollte ich jetzt aber nicht hin. Da wollte ich hin. Und von da kommen wir noch irgendwo. Genau. Hä? Okay. Da muss ich noch irgendwo anders hin. Wo ich dann nämlich... Wunderbar. Wo ich dann noch nach da oben komme. So, wir drehen dich erstmal ein bisschen um. Und dann können wir nämlich da reinlaufen. So, dann müsste ich ja da rein. Da komme ich in diesen Raum. Und da müsste es irgendwo noch weitergehen. Kann ich da irgendwas machen? Nö. Ich wüsste zumindest nicht was. Okay, da wird es wahrscheinlich wieder zu irgendeinem Anti-Würfel gehen. Das heißt, wir gehen da erstmal wieder weg. Mit dem Raum bin ich ja fertig. Dem dahinter bin ich auch fertig. Warte mal, dem dahinter bin ich fertig. Dem dahinter ist doch der. Da habe ich alles. Wieso gibt es dann da noch einen Raum? Da gibt es noch einen Raum und in diesen Raum muss ich prinzipiell rein können. Aber ich komme da nicht rein. Ich muss mich da schrumpfen oder sowas. Okay, ich werde mich später noch schrumpfen können, offenbar. Bis dahin gehe ich erstmal wieder zurück, glaube ich. Also erstmal hier ein runter, dann... Nein, nein, nein! Ach komm, das machen wir ganz anders. Gehe ich doch da wieder runter, patsch. Patsch. Können wir da wieder durch die Tür und dann kommen wir da hinten wieder hin. Und wenn wir da hinten sind, dann kann ich ja irgendwo wieder durch die... Wo geht's denn hier weiter? Nee, nach oben gehe ich jetzt glaube erstmal nicht. Ich glaube, ich gehe wieder nach unten. So, machen wir das so. Putsch. Oh. Okay, so war das nicht so clever. Das war auch nicht so clever. Aber ich sehe gerade hier oben, da gibt es ja ein... Ach so, das ist ja diese Zeitdings, genau. Habe ich da oben eigentlich alle Ausgänge? Ich glaube schon, ne? Na gut, sei es drum. Wir hüpfen mal da drauf. Und da. Wunderbar. Dann hauen wir nämlich hier wieder ab. Kommen in diesen Bereich zurück. Sind dann nämlich hier wieder im Hauptfenster. Und können uns hier wieder ein bisschen umschauen, wo wir hier weitergehen wollen. Wobei da unten ja eigentlich auch so... Da unten war doch das da, oder nicht? Ah. Ah, da war ich ja auch noch gar nicht. Schön. Wum. Okay, da oben gibt es also auch wieder spannende Geschichten.
und B. Ein Zeitschalter. Zeitschalter kann man aufziehen. Aber beeil dich. Ja, bla, das kenne ich ja schon. X. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Und fluff. Ah. Nee, warte mal. So, hier geht's wieder hoch. Einmal rumdrehen. Dann geht's hier hoch. Dann geht's hier hoch. Zeitschalter. 1, 2, 3. 4, 5. So. Zack, der nächste Zeitschalter. 1, 2, 3, 4. So, da muss ich erstmal gucken. Nein! Nein! Also, das mit den Zeitschaltern ist schon ein bisschen ätzend, vor allem wenn du noch gar nicht weißt, wo du eigentlich hin willst. Nein! So, greifen, hochschieben, hochschieben. So. So, so, so. Da geht's hin. Wunderbar. So, komme ich darüber eigentlich? Ja, tue ich. Das ist schön. Dann kann ich da nämlich schon wieder durchgehen. Wobei ich jetzt eigentlich erstmal zur Abwechslung mal wirklich ganz gerne die Zeitschalter fertig machen wollen würde. Zack, zack. Zack. Och Mann, ey. Also das ist manchmal echt doof. Ist doch klar, wie es laufen soll. So. Und hopp. 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 Zack. Da oben. Und den nächsten Würfel. Wunderbar. B. Oh, sieh nur. Ein kleines Tor. Kleine Tore können dich zum nächsten Zeitreisetor zurückbringen. Aber sie funktionieren nur in eine Richtung. Ja, aber ich will hier noch gar nicht fertig sein. Ich will mich hier erst noch ein bisschen umschauen. So, nämlich gucken, wo ich hierhin zurückkomme. Bin ich hier nämlich schon fertig? Nein, bin ich noch gar nicht. So. Das heißt, was ist denn das da? Also da unten gibt es ja eh noch was zu tun. Und bevor ich das aber mache, gehe ich erstmal hier durch dieses Tor durch, weil ich sehen will, wo wir da hinkommen. Ui. Das sieht ja spannend aus. Lieber Himmel. Das ist aber ein großes Teleskop. Drücke X an den Griffen, um das Teleskop in eine der beiden Richtungen zu drehen. Wenn du in der Nähe des Okulars X drückst, kannst du durch das Teleskop sehen. So. Dann gehen wir doch mal zum Okular und drücken da X.